Hallo liebe Freunde des Norwegen-Angelns, wir melden uns wieder direkt aus Norwegen hier vom Vadheimsfjord, einem Seitenarm des Sognefjords, dem längsten und tiefsten Fjord Europas. Zu meiner Seite sitzt der Heiko, euch allen bekannt aus unseren Angeltutorials. Und ja, Heiko, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, was machen wir heute hier, warum sind wir hier und was ist die Besonderheit dieses Angelreviers? Ja, wir haben uns mal heute für den Vadheimsfjord entschieden, aus zwei Gründen. Zum einen auf dem Sogne selber ist heute relativ viel Wind und zum anderen ist das hier ein 1A Naturködergebiet, wo ich mal davon ausgehe, dass die Lumpfische aktuell auch ganz gut beißen werden. Wir haben hier Angeltiefen zwischen 230 und 270 Metern, haben auch eine recht gute Drift, werden hier mit Naturköder ausschließlich angeln. Und ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. So, hier mal drei Varianten des Anköderns fürs Lumpangeln. Eins vorneweg, Lump ist ein absoluter Vielfraß, da müsst ihr euch nicht viel Gedanken machen über eine Ködergröße. Wir haben es gemerkt, dass die zurzeit sehr rabiat beißen, deshalb auch die Köder deutlich größer. Einmal hier am Einzelhaken zwei lange Fetzen ran, ruhig so, dass sie hier ein bisschen flattern in der Luft. Hier habe ich einen großen Kreishaken genommen, so einen Zirkelhook, hat einfach die Bewandtnis. Wir haben heute eine recht starke Strömung hier, der Wind bläst relativ stark. Da kann man sowas machen, das sehe ich selber haken und ich muss nicht lange drüber nachdenken, ob ich jetzt einen Anhieb setze oder nicht. Entweder sitzt der Fisch oder er sitzt nicht. Und ihr seht, der allseits beliebte Kombinationsköder aus Hering und Makrele. So viel Fleisch wie rauf geht und dann ist auch schon schön. Dritte Variante. Bisschen verspielter, aber funktioniert sehr gut. Variante hier wieder der Drilling mit Spinnerstange. Hier vorne Makrelen oder Heringskopf. Jetzt im Frühjahr eher der Heringskopf, der ist ein bisschen filigraner. Der Kopf bleibt dran und ihr wechselt praktisch immer nur hinten den Köder, der an dem Drilling präsentiert wird. Funktionieren alle drei Varianten sehr gut und ich hoffe mal, dass wir da heute noch ein paar drauf fangen. Ja, wieder. Wir werden jedes Mal ein bisschen größer. So, ihr seid da schon weg. Kommt schon. Schlecht. Sehr schön. Petri, hi. Hi! Herzlichen Dank!